Mein Name ist Ingolf Pernies, Professor für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht und Direktor des Walter-Hallstein-Instituts für europäisches Verfassungsrecht der Humboldt-Universität zu Berlin, genannt WHI. Das Internet war für mich bislang nur ein Instrument der Kommunikation, freilich mit großem Potenzial. Ich nutzte es, um dem WHI Beachtung und Einfluss zu vermitteln. Über die Webseite des Instituts machen wir unsere wissenschaftlichen Beiträge und Vortragsreihen einer sonst nicht erreichbaren Öffentlichkeit zugänglich. Ich wurde angesprochen, ob ich an dem neuen Institut für Internet und Gesellschaft mitarbeiten wollte. Und der Grund war sicherlich meine Erfahrung mit der Gründung und dem Betrieb des WHI. Für mich ist die neue Aufgabe eine große Herausforderung und Chance. Zum einen bin ich das Interface zur Humboldt-Universität, in der wir große fachliche Kompetenz zur Internetforschung haben. Die Universität wird unser neues Institut als An-Institut beherbergen. Vor allem aber, das Internet ist für mich der Schlüssel für die Lösung drängender Probleme unserer globalisierten Gesellschaft. Vom Copyright zum Datenschutz, von der Cybersecurity über E-Democracy bis hin zur Regulierung globaler Finanzmärkte. Mir geht es um die Globalisierung von Rechtsetzung und Verfassung. Das Internet macht sie nötig, so meine These, und es macht sie auch möglich. Nur in dem transdisziplinären Kontext des neuen Instituts, wo technische, ökonomische, juristische, Politik- und sozialwissenschaftliche Kompetenz sich miteinander verbinden, wird sinnvolle Arbeit zu diesem Thema möglich sein. Besonders spannend finde ich dabei, dies nicht nur in der Form von Projekten, Graduiertenkolleg und Seminaren zu tun, vielmehr nutzen wir neue Formen des weltweit offenen wissenschaftlichen Diskurses, die uns das Internet zur Verfügung stellt, und wir entwickeln diese weiter. Also, das Institut für Internet und Gesellschaft als Basislager für eine Entdeckungsreise in neue Kontinente der Wissenschaft, ganz nach dem Vorbild der Humboldt-Brüder.